Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Brunner, ich will gleich damit einleiten, dass ich glaube, dass das Thema mehr Sachlichkeit verdient hat, als Sie gerade zu erkennen gegeben haben. Und ich glaube auch, damit hier auch im Plenum überhaupt kein Missverständnis aufkommt, glaube ich, dass das Thema auch ganz am Anfang meiner Rede die parteiübergreifende Feststellung verdient hat, dass wir wahrscheinlich alle hier genau dasselbe wollen. 100-prozentige Gleichstellung. Wir unterscheiden uns im Weg dorthin. Sie sagen, 100-prozentige Gleichstellung erreichen wir nur mit der Bezeichnung als Ehe. Und wir sagen, wir begreifen den Prozess der Gleichstellung als Prozess. Wir kommen schrittweise zu Gesetzesänderungen immer da, wo Bedarf zu erkennen ist. Das ist zugegebenermaßen etwas langwieriger, aber ich weiß nicht, warum Sie sich gerade über die Position so echauffieren, weil bei Mann und Frau, bei der Gleichstellung von Mann und Frau sind wir genau so vorgegangen. Zu keinem Zeitpunkt wäre jemand von uns auf die Idee gekommen, zu sagen, 100-prozentige Gleichstellung erzielen wir nur, wenn wir jetzt eine neutrale Bezeichnung nehmen, dass ich den Unterschied nicht mehr erkenne. Und damit hat es an keiner Stelle irgendeinen Widerspruch ausgelöst. Und ganz ehrlich, Sie haben doch selbst mit uns 20 Jahre lang eine Gleichstellungsdebatte geführt. Wenn ich den Begriff der Gleichstellung im Duden nachschlag, dann steht dort, dass es darum geht, unterschiedliche Dinge gleich zu behandeln. Und ich glaube, dass es immer noch sachgerecht ist, unterschiedliche Dinge unterschiedlich zu bezeichnen. Und ich will noch weitergehen. Ich rede ja nicht zum ersten Mal zu dem Thema. Von Ihnen hat mir noch niemand ein einziges Argument bringen können, warum wir bei Mann und Frau damals Gleichstellung anders gemacht haben. Und heute kommen Sie und sagen, es geht nur noch über die Bezeichnung. Und dann kommt die These, dass nur mit dem Begriff der Ehe für alle jegliche Diskriminierung ausgeschlossen werden kann. Und auch das habe ich die letzten Male immer wieder herausgearbeitet, dass sich diese These relativ schnell widerlegen lässt. Ich will Ihnen Beispiele nennen, weil ja andere Länder auch genannt worden sind. In den USA. Seit 2015, damals hat der Supreme Court den Weg freigemacht für die Ehe für alle. Dann sollte man meinen, 100-prozentiger Diskriminierungsschutz, ich will Ihnen sagen, weit gefehlt, mehr als die Hälfte aller Bundesstaaten in den USA haben heute noch keinerlei Regelungen zur Antidiskriminierung im Arbeitsschutz. Noch viel trauriger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Eindruck, den man gewinnt, wenn man nach Mexiko schaut. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu von der Kollegin Schaus? Ja, aber selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade davon gesprochen, dass es keine Diskriminierung oder dass es Diskriminierung in den USA nach wie vor gibt, dass es keine Gleichstellung gibt. Und Sie haben aber eben dazu gesagt, dass die Ehe für alle für Sie nicht das einzig wahre Gleichstellungsmerkmal wäre, was man herbeiführen müsste. Und dass es für Sie auch begründbar ist, warum es nicht notwendig ist, die Ehe für alle einzuführen. Wissen Sie oder würden Sie mir beantworten können, wie das denn sein kann, dass jemand, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt und mit diesem Partner oder der Partnerin zum Beispiel in die USA gehen will, um dort zu arbeiten, dort nicht arbeiten kann und mit der Partnerin oder dem Partner, weil dort die eingetragene Lebenspartnerschaft eben nicht gleichwertig der Ehe anerkannt wird? Ja. Das ist aber doch genau der Punkt. Wenn wir jetzt anfangen, unsere Rechtslage immer darauf anzupassen, dass wir keinerlei nachteilige Auswirkungen in anderen Ländern haben, dann werde ich Ihnen sagen, wir werden am Ende unter die Räder kommen. Und ich kann sogar ein Stück noch weitergehen, Frau Kollegin. Letztendlich ist es so, dass doch die USA ihre Hausaufgaben in diesem Bereich machen müssen. Man kann all diese Dinge vereinbaren mit völkerrechtlichen Verträgen, und das wissen Sie auch. Vielen Dank. Ich will Ihr Augenmerk doch noch mal auf Mexiko lenken, gerade weil das, was man dort wahrnimmt, so, ich sage jetzt mal, beklemmend ist. In Mexiko gibt es die Ehe für alle seit 2006. Und die tragische Wahrheit ist,
dass wir dort im Bereich Antidiskriminierung bis heute keinen Millimeter weitergekommen sind. Neuere Umfragen weisen aus, dass nach wie vor 63% der Bevölkerung, und das ist tragisch, 63% der Bevölkerung Homosexualität ablehnen. Und deswegen glaube ich, dass der Weg, den wir als Union gewählt haben, nämlich zu sagen, wir achten auf den Inhalt und nicht so sehr auf das Etikett, am Schluss der richtige Weg ist. Wir hatten, und da will ich daran anknüpfen, was der Kollege Hirte vorhin ausgeführt hat, eine Anhörung am 28.09.2015. Und da will ich schon noch mal ein bisschen die rechtliche Lage beleuchten. In der Anhörung habe ich die Frage gestellt, ob wir die Bezeichnung als Ehe brauchen, um jedwede Diskriminierung zu vermeiden. Und damals war die Antwort von Professor Ibsen nein. Auch er hält es nach wie vor für möglich, dass sie mit einfachen gesetzlichen Regelungen Stück für Stück Diskriminierung vermeiden. Und wichtig ist mir am Ende meiner Rede noch mal zu skizzieren, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat, weil immer wieder der Eindruck erweckt wird, das Bundesverfassungsgericht fordert die Ehe für alle. Vom Bundesverfassungsgericht, gesprochen am 7.05.2013, stammt ziemlich sinngemäß der Satz: Die Ehe ist das Institut, das alleine der Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehalten ist. Wenn man die Entscheidung liest, stellt man fest, dass das Bundesverfassungsgericht sehr schön differenziert und zwar einerseits feststellt, dass Lebenspartnerschaften sehr wohl Familie gründen können und dass sie soweit dann auch von Artikel 6 Grundgesetz geschützt sind, aber dass sie eben nicht unter den Begriff der Ehe fallen. Und die Ehe ist grundgesetzlich geschützt. Und auch dafür gibt es einen Grund, nämlich den biologischen Unterschied, dass aus einer Ehe grundsätzlich und rein potenziell mal Kinder hervorgehen können. Meine Damen, meine Herren, ich habe es das letzte Mal gesagt, ich habe meine Position und ich habe keinen Abstimmungsbedarf und ich habe meine Argumente. Und deswegen werden Sie sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich will am Schluss schon noch einmal eine Lanze brechen für meine Fraktion, die Union. Wir sind eine Volkspartei. Und es gehört zum Charakter einer Volkspartei, dass wir eine ganz breit gefächerte repräsentative Vertretung der Bevölkerung in unseren Reihen haben. Und da ist es ganz natürlich, dass es Menschen gibt, die die Ehe gerne für alle öffnen würden und andere, die Gegenargumente haben, so wie ich, und das anders sehen. Aber ich will mir das nicht als Argument oder als Vorwurf entgegenhalten lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Als letzter Redner in dieser Debatte spricht Elke Sto-Antwerpes von der SPD-Fraktion.